Die deutschen Rollstuhlbasketballerinnen haben mit dem dritten Sieg im dritten WM-Spiel ihre weiße Weste gewahrt und vorzeitig den Einzug ins Viertelfinale perfekt gemacht. Die Olympiazeiten gewannen im Hamburger Inselpark 58:33, 29:16 gegen Frankreich und spielen in den verbleibenden Vorrundenpartien gegen Paralympicsieger USA, Sonntag 12:45 Uhr und China, Mittwoch, 9:30 Uhr um den Gruppensieg. Die Männer müssen dagegen um den Einzug in die Runde der besten 8 bangen. Gegen den Iran unterlag die Mannschaft von Trainer Nikolai Zeltinger überraschend mit 63:67, 30:38 und benötigt im abschließenden Gruppenspiel gegen den dreimaligen Paralympicsieger Kanada am Sonntag 18 Uhr einen Sieg, um ins Viertelfinale einzuziehen. Erfolgreichster Werfer der Männer war erneut Thomas Böhme mit 14 Punkten. Bei den Frauen wussten Mareike Miller und Marina Monin mit jeweils 19 Zählern zu überzeugen.